Alles im Griff, Junge. Alles im Griff. Mit dieser Karre. Das war nicht so schön. Ey, Digga, was ist denn da, dass der so ausrastet? Lol, da ist einfach so ein... Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Forza Horizon 4 auf dem PC, Folge 43. Hier war das mal stehen geblieben mit Larissa at Horizon und wir machen das nächste Kapitel. Freunde, ganz viel Spaß heute beim Let's Play und los geht's! Ein Lunch, ja, schön. Hey Leute, genau, wir gehen meine Top 10 Auswahl der denkwürdigsten Autos in Spielen durch. Es ist Zeit für Sega Rally. Wir haben ein 92er Integrale Evo mit allen Rally-Upgrades. Und macht euch auch was gefasst. Jetzt lasse ich komplett das Fenster raus. Oh Gott. Ein Lancia Delta. 3, 2, 1, los! Schotterstraßen bleiben. Ha. Schaut rechts. Ja, okay. Okay. Ja, so sieht er auch aus. Oh Gott. Wollte nur die Kamera verstellen. Beim Fahren ja nicht. Ich bin die ganze Zeit auf der Straße. Chill mal. Ja, chill mal. Leicht rechts, sehr lang. Ab ist jetzt dieser Rallye-Ansager. Leicht links. Oh. Scheiße, das ist die falsche Straße. Nein! Ah, schön. Ach Gott, Oh, so geht's auch. Leicht links. Schaffen wir das? Naja, easy. So natürlich nicht. Danke, Baum, dass du wieder genau da stehst, wo ich dich brauche. Nicht. Leicht rechts, sehr lang. Okay, nee, das ist sehr ungut. Das ist sehr ungut. Ich glaube, so haben wir doch schon was gewonnen. In Zeit. Ja, die Marke war damals, als es sie noch richtig gut gegeben hat, echt gut in der Rallye, ne? Leicht links, sehr lang. Aber leider werden die Wagen heute nicht mehr gestellt. Warum? Na klar. Leicht links. Jetzt ein Sprung. Scharf links. Leicht rechts. Oh shit. Noch 10 Sekunden? Nein! 3, 2, 1! Alter, das ist Millisekunden. Alter. 0,4 Sekunden, ey. Habe ich echt unterschätzt am Ende noch. Obwohl wir so abgekürzt haben. Krass. Das war also gewollt so, ja? Das ist ja schön. Ui, anstrengend. Anstrengend. Warum gibt man was Geiles? Ach komm, ist das dein Ernst, Alter? Das ist echt nur Scheiße. So, und es geht auch schon direkt weiter mit dem nächsten Kapitel. Wir sind jetzt nur noch 3 Stück. Okay.
Ju, da müssen wir wieder 90.000 Punkte, da müssen wir 2 Minuten, 225 Gramm. Okay, gut, dann nächstes Kapitel. Hallo zusammen, Laraysa hier bei Horizon. Für den nächsten Abschnitt begeben wir uns zum Steinbruch. Wir sehen uns dort nach dem Sprung. Wir sehen uns dort. Das wird toll. In 400 Metern. Ah, da hat man auf jeden Fall wieder mit Fähigkeiten seinen Spaß. Alter! Junge! Wie der. Okay, alles klar, oh Gott. Ja, Junge, das fühlt sich ja so an, als ob man umkippt oder so. Nein. Ah, ich fühle mich doch wohl. In 400 Metern rechts abbiegen. Jo. Wahrscheinlich bleibt er da hängen. Entscheiden. Warte mal kurz, atme tief durch, denn das wird heftig. Hey Leute, es ist Zeit für Nummer 3 auf meiner Liste großartiger Autos und großartiger Spielerlebnisse. Isometrischer Rennwahnsinn im Mehrspielermodus. Es ist Zeit für die 850 PS des Trophy Truck. Es ist Zeit für Offroad der Extraklasse. Ich weiß, das ist keine Draufsicht, aber das sind Kleinigkeiten. Heiz damit durchs Gelände. Mal sehen, was du kannst. 100 Punkte, ist ja schön. Ja, sicher, Alter. Nein! Junge! Alles klar, Spieler kennt kein Drift, super. Ist ja schon mal nicht schlecht. Hey, Digga, warum kassierst du? Ich mach hier durchgehend. Ja, nee. Können wir gleich neu starten. Das kannst du vergessen, dass ich die Punkte so verliere. Das ist so lächerlich, dass man da die Punkte verliert, Alter. Ich weiß, das ist keine Draufsicht, aber das sind Kleinigkeiten. Heiz damit durchs Gelände. Mal sehen, was du kannst. Ja, ich kann mehr als das Spiel offenbar. Das ist doch echt, ne? Dass man die Punkte verliert, ist halt echt so lächerlich, Alter. Es ist wirklich lachhaft.
Okay, 20.000. Da ist Wasser raus. Man braucht 120.000, oder? Achso, ne, 3 Sterne 90.000 Punkte. Na dann. Gebt mir doch alle Bescheid, wenn ihr uns bei noch mehr Offroad-Kram sehen wollt. Vielleicht wollt ihr sogar eine ganze Liste dazu. Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn das so ist, ne, also da muss ich mal los. So. Fehlen noch zwei. Könnten wir sogar noch schaffen. Wenn wir uns beeilen. Ja, komm, hinne, hinne, hinne. Das brauchen wir alles nicht hier zu warten. Und was Geiles! Ja! Der Ferrari 575M Maranello ist doch schön. Ich habe deine Kontaktdaten einem gewissen Hans Liebold gegeben. Er wird von Versicherungsfirmen losgeschickt, um Ansprüche in Verbindung mit Autos zu testen. Und er nimmt seinen Job echt ernst. Triff dich doch mal mit ihm. Das wird großartig. Digga, wie viele von diesen Kapiteln haben die denn hier bitte gemacht, Alter? Übertreiben es echt, Alter. Wir haben ein Honda NSX und eine individuelle Rennstrecke mit freundlicher Genehmigung von Horizon. Tolle Leute. 3, 2, 1, los! Auf dem Asphalt bleiben. Na klar. Kurve macht er doch schon mal super. 400 Meter links abbiegen. Links abbiegen. In 200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Er hat auch eine Kurvenlage, wie ich sie mir wünsche, Freunde. Warum nicht alles so? In 400 Metern rechts abbiegen. Kurve ist krass. Pass bloß auf. Rechts abbiegen. Alles im Griff, Junge. Alles im Griff mit dieser Karre. Das war nicht so schön. Ey, Dicker, was ist denn da, dass der so ausrastet? Lol, da ist einfach so ein... Tja. Ist ja lachhaft. Komm, mehr Gas! Komm mal wieder solche Kurven hier. Aber kein Problem für dieses Auto. Krass, finde ich schön.
Ja, zeitmäßig auch locker eigentlich, ne? Boah. Okay, der letzte Abschnitt. Halte durch. Ja, ist geil, ohne Scheiß. Wundervoll. Lass er dich schneiden und pusten. Okay, dann bleibt doch jetzt eigentlich nur noch ein Kapitel übrig. Das machen wir jetzt noch. Wir haben noch 5 Minuten Zeit hier. Komm. So. Das letzte Kapitel. Willkommen zurück. Ich bin's, Laraysa bei Horizon. Und wir gehen die besten Autos in den besten Spielen durch. Wir sind ganz oben in der Liste angekommen. Meine Entscheidung ist sicher umstritten und war nicht leicht. Bis mir klar wurde, dass nur ein Auto diesen Platz verdient. Das Auto. Es ist weder am schnellsten noch am teuersten. Aber es lässt sich kaum ein legendäreres Auto finden. Ich spreche vom 911 Turbo. Dieses Auto kommt in mehr Spielen vor als jedes andere. Mit einem turbogeladenen Sechszylinderboxer und der wahrscheinlich schönsten Karosserie von allen. Aber von welchem Spiel spreche ich? Von welchem Spiel, fragt ihr? Von allen. In 200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Ich glaube, für drei Sterne waren es 200 irgendwas, 222 oder so. Cartoon-Spiele, postapokalyptische Sci-Fi-Spiele, Rennspiele, sie alle haben eins gemeinsam. Man findet immer einen 911er. Oder, ihr wisst schon, etwas, das ziemlich ähnlich aussieht. Ah ja, okay, alles klar. Das erste Mal, als ich einen sah, habe ich mich... Schrott, ey. Verliebt. Wie fast alle von euch den Kommentaren nach. In 400 Metern rechts abbiegen. Uiuiui, der geht aber... Das ist ein bisschen zappelig, der Wagen. Okay, da vorne ist immer noch mal so eine Kurve. Das macht echt auch gar nicht so viel zum Beschleunigen, ey. Was sei denn, wir machen es jetzt so. Okay, da ist eh eine Brücke, also okay. Jetzt aber Vollgas! Ui. 22 waren es gut. Gib Gas. Zeig mal, was diese Schönheit so kann. Das war's. Meine Top 10 der Autos in Spielen. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie diese fantastischen Fahrten. Denkt dran, für noch mehr Laraysa-Content auf Abonnieren zu klicken. Und schaut bald mal wieder rein. Hat doch geklappt. Super. Ein Chevy Monte Carlo. Oh, cool. Haben wir was Nices jetzt? Das ist richtig Nices. No Kommentar. Wheelspins kannst du in dem Game natürlich eigentlich vergessen. Dass du bei diesen Videos, die du mit Laraysa machst, schon 1 Million Klicks hast? Ich habe sie auch ein paar Mal auf dem Handy angesehen. Apropos, du kannst bald einen Rückruf erwarten. Das muss ein Scherz sein.
Eine perfekte Wertung bei einer Horizon-Herausforderung oder einer Fahr-App ist eine Sache. Aber im Internet? Im Internet? Ja, gut, okay. Jo, nice. Jo, hier haben wir nochmal British Racing Green. Nochmal ein Kapitel. Mir echt gerade keine Rennen hier. 2, 3 Rennen? 4 Rennen noch. Warum kommen denn hier keine neuen? Muss man die Kapitel irgendwie fertig kriegen oder irgendwie? Oder muss man die Häuser irgendwie dafür dann kaufen? Fotografiere deine Autosammlung, muss man das, ja? Egal, fahren wir mal zur nächsten Kapitelserie. Ist gerade das Einzige, was wir noch machen können. Können wir in der nächsten Folge auch mal in das Kapitel da reingucken, was wir da so geboten bekommen, ja? 400 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Ja, ist okay, übertreib's nicht. So, Freunde, das war's dann für die Folge. Nächste Folge starten wir dann hier dieses Kapitel. Und mal gespannt, was uns hier erwartet. Ich bedanke mich bei euch wieder ganz herzlich fürs Zuschauen, sage tschüss und bis zum nächsten Mal.